Next question. Einen schönen guten Abend miteinander. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Präsentation von unseren Hausärzten, von unseren Fachspezialisten, die eins zu eins mit euch verbunden sind und euch anhören. Wir haben heute spezielle Themen, Prostata, Prävention. Ich denke, es freut mich natürlich, dass auch zahlreiche Frauen da sind. Ich habe gerade vorher gesagt, wo jemand hinterher gelaufen ist, die Frauen kommen, dass sie den Männern sagen können, was sie zu tun haben. Heute Abend hört man das von den Ärzten. Es ist super, es ist ein sehr intensives und gutes Thema, gehe ich davon aus. Und ich möchte jetzt gerade den ersten Referent bitten, vorzukommen und Prostata zu präsentieren. Guten Abend miteinander. Von meiner Seite auch. Mein Name ist Bruno Kerner. Ich bin Hausarzt in Aarburg und freue mich, euch durch den Abend zu begleiten. Ich tue folgendes Thema ab, anschauen. Das ist rund um die Prostata. Also, Prostata auf Deutsch, das heisst so viel wie die Vorsteherdrüse. Und da gibt es verschiedene Krankheiten. Da gibt es gutartige, es gibt aber auch leider auch bösartige Sachen. Auf der einen Seite ist zum Beispiel die häufigste, das ist die gutartige Prostatavergrößerung. Wir sagen dem auch benigne Prostatahyperplasie. Dann weiter eine gutartige Form ist eine Entzündung von Prostata, Prostatitis sagt man dem. Und dann die bösartige, die nennt man den Krebs oder Prostatakarzinom. Das kurz als Überblick. Ab 40 hat man das Gefühl, da wird man langsam alt. Die ein oder andere Männer, die haben schon ein bisschen Beschwerden wegen dem Bisschen. Es geht nicht mehr so gut, wie auch schon die ersten Beschwerden wegen der Prostata machen sich bemerkbar. Und wenn man so ein bisschen fragt, ab 50 ist das schon bei jedem Zweiten betroffen. Und es führt halt auch viel zu Konsultationen. Ich möchte euch da ganz kurz zeigen, wie das aussieht im Körper von uns. Das ist ein Computertomogramm, das müsst ihr euch vorstellen, das ist etwa so durchgeschnitten und einfach so drauf geschaut, in der Mitte. Ganz kurz, das ist die Leber, das ist die Milz, das da hier ist ein bisschen der Darm da, das ist die Hauptschlagader. Und dann hier ist das Becken, Hüftknochen und da zwischen den Hüftknochen im kleinen Becken ist die Harnblase. Und unten dran, Stockwerk unten dran, ist der Prostata. Und die Harnröhre, die geht von hier durch das Organ, durch die Vorsteherdrüse. Wenn man den Mensch wie eine Salami schneiden würde, so durch, dann hat man eine Ansicht, die so aussieht. Das sind Knochen vom kleinen Becken, das ist halt je nach Schnittebene, sieht es ein bisschen speziell aus. Hier ist der Enddarm und da vorne ist der ist Prostata. Denn warum das es anfängt zu wachsen, das ganze Organ, das weiss man bis heute nicht so ganz restlos. Ein Faktor, das ist das männliche Geschlechtshormon, das Testosteron, das regt das Wachstum an, aber das ist nicht der alleinige Faktor. Das Organ, das wird einfach mit der Zeit grösser und grösser. Es ist normalerweise so gross wie eine Kastanie, das ist etwa so, kann aber durchaus auch die Grösse von einer Orange annehmen. Und das Problem am Ganzen ist, es hat verschiedene Zonen. Die innerste Zone, die eigentlich um die Harnröhre herum ist, die ist die, die am meisten wächst und die am schnellsten Probleme macht mit dem Bisschen. Und zum ein bisschen abschätzen, wie fest ist man geplagt, soll man etwas machen, kann man noch warten, gibt es ganz diverse Fragebögen. Da sind zum Beispiel Fragen drauf, zum Beispiel, wenn man ein bisschen kommt es dann vor, kommt es häufig vor, dass man in den nächsten zwei Stunden gerade wieder muss ein bisschen. Und wenn der Harndrang auftritt, wie ist der, kommt der plötzlich, so plötzlich, dass man sehr überrascht davon ist und kaum kann zurückheben, dass man wirklich, kaum ist der Harndrang da, muss man gerade rennen und sonst ist es halt daneben. Weitere Fragen kommen zum Beispiel, wenn man mal gebisselt hat, hat man das Gefühl, die Blase ist komplett leer oder hat man das Gefühl, es ist halt immer noch ein bisschen drinnen?
Das ist manchmal auch verbunden mit einem schwachen Harnstrahl oder einem unterbrochenen Harnstrahl, so ein Harnstottern, sagt man dem. Und eine wichtige Frage, die sehr viel plagt, das ist, wie viel man muss man in der Nacht auf das WC gabiseln. Einmal, zweimal, sind das dreimal, viermal. Und muss man sagen, das ist durchaus nicht nur ein Problem der Männer, weil der ungebrochene Schlaf bekommen natürlich auch die Frauen mit und die sind entsprechend auch geplagt durch die Prostatavergrößerung vom Mann. Denn wenn man fest muss pressen, dass es überhaupt losgeht mit dem Wiesel, das ist das Zeichen, dass es irgendwo etwas gross ist, Prostata. Und wenn man das Gefühl hat, man ist fertig, dann ist es dann noch zu einem Nachtröpfchen kommt. Das sind so zusammengefasst aber die meisten Beschwerden, die auftreten können im Zusammenhang mit dem. Es gibt ein paar Komplikationen, die aus dem heraus zusätzlich entstehen können. Das ist zum Beispiel, es kann, wenn halt nicht alles rausgeht, ein bisschen Urin im Blasen drinnen bleiben und dann gibt es Bakterien, die sich dort ganz gerne vermehren und wie in einem Tümpel, wo einfach dort so ein stehendes Gewässer ist, wo einfach dort ganz überwuchert und halt immer wieder zu Blasenentzündungen führt. Und wenn die Prostata ganz gross ist, dann kann es mal geben, dass es wie ein Ventilmechanismus gibt. Das heisst, die Blase füllt sich und irgendwo kommt der Punkt, wo es wie abknickt. Und von diesem Weg ist es überhaupt nicht möglich zum Beiseln. Da ist einfach, die Blase tut immer mehr weh, ist immer mehr gespannt. Und das kann man dann nur noch beheben in einem Einmalkatheter, schnell den Urin abladen und dann ist das Ventil wieder nicht mehr im Vordergrund. Was ich auch schon gesehen habe, das ist dann die ganz ausgeprägte Form. Wenn die Prostata so gross ist, dass so viel Restharn ist in der Blase, dass es zu einem Rückstau kommt, sogar bis in die Nieren rauf. Und das ist dann der Fall, dass nicht die Nieren kaputt gehen ab dem. Und so fest kaputt gehen, dass man sogar auch eine Dialyse enden kann. Das ist Rarität zum Glück, aber das ist dann die Extremvariante. Ich habe hier ein Ultraschallbild mitgebracht, das ich selber gemacht habe. Wenn man die Anatomie vergegenwärtigt, hier ist die Harnblase gefüllt mit viel Wasser. Und da seht ihr, da ist die Prostata, die macht ihrem Namen, Vorsteherdrüse, ihre Ehre. Die steht wirklich richtig vor, die ist prominent, die ragt da richtig in die Harnblase rein. Und das Gleiche von der Seite angeschaut, da sieht man, wie das da etwa aussieht. Und wenn jetzt da die Harnröhre da durchgeht, dann sieht man etwa diesen Bereich da, das ist der, der nicht rausgeht beim Wieseln, das ist der Restharn. Und also 100 ml und mehr ist, das ist einfach zu viel, was zurückbleibt, nachdem man das Gefühl hat, das ist komplett geleert. Das ist das, was Probleme macht. Dann gibt es verschiedene Untersuchungen, wie man an das Problem herangehen kann. Zum Beispiel mit dem Fragebogen, den ich vorhin gezeigt habe. Dann hat vorhin gesehen, wo die Prostata liegt, ist dort vor dem Enddarm. Das heisst, man kann es auch recht gut ertasten mit dem Finger. Da kann man schauen, wie gross ist sie, hat sie irgendwie eine Auffälligkeit in der Oberfläche, hat sie irgendwie, tut sie weh, dann ist es mehr Hinweis zum Beispiel auf eine entzündliche Variante. Manchmal tut man auch mehrere andere Sachen zur Hilfe nehmen, wie zum Beispiel einen Blutwert bestimmen, das PSA, das ist das prostataspezifische Antigen, das vom Gewebe selber gebildet wird. Je mehr Gewebe das man hat, desto höher ist der Wert. Und dann, je nachdem, muss man halt auch mit dem Ultraschall ein bisschen genauer wissen, wie sind die Verhältnisse vor Ort. Und die Restharnbestimmung, da tut man wirklich zuerst Ultraschall machen, dann geht man ein bisschen und dann tut man noch einmal schauen, wie viel ist drin zurückgeblieben in der Blase. Und wenn irgendetwas von dem spezielle Auffälligkeiten gibt, dann muss man dann auch überlegen, ob es nachher Gewebsentnahme braucht, eine Biopsie. Üblicherweise machen wir das vom Enddarm her aus. Und der Urologe hat noch ein paar spezielle Sachen, wie zum Beispiel, wie gross ist der Druck beim Wieseln, kann er da speziell Druckmessungen machen. Dann, wie kann man das Ganze anpacken? Je nachdem, es gibt Leute, die stören sich überhaupt nicht, wenn sie dreimal in der Nacht müssen auf die WC. Andere sagen, also eines ist schon viel zu viel. Und je nachdem kann man mit
nichts machen. Man kann aber auch zum Beispiel mit pflanzlichen Sachen sehr gute Erfolge erzielen. Da ist zum Beispiel die Sägepalmfrucht zu erwähnen. Wenn es ausgeprägt wird mit den Beschwerden, kann man zum Beispiel auch mit Alpha-Blocker dahinter. Das sind spezielle Medikamente, die helfen, Blasenmuskulatur zu entspannen und auch die Prostata selber zu entspannen, dass das Ganze nicht so verkrampft ist. Und das macht doch einiges aus in der Beschwerdenverbesserung. Dann eine Stufe höher ist das Finasterid. Das ist etwas, das eigentlich Prostata lässt kleiner machen. Und dann muss man aber wissen, es geht ein paar Monate, bis es anfängt zu greifen. Und hat seine Vor- und Nachteile, natürlich wie jedes andere Medikament. Und wenn das nicht so zum gewünschten Erfolg führt, dann muss man sich überlegen, soll man operieren oder nicht. Und da gibt es verschiedenste Techniken. Üblicherweise tut man dort von der Harnröhre selber ihre Operation das überflüssige Prostatagewebe weg. Nehmen mit der Schlinge, mit einem Metall, mit einem Messer sozusagen. Und es gibt viele, die wegen anderen Gründen, zum Beispiel Blutverdünnung haben, dann kann man diese Methode nicht immer machen. Und dann gibt es zum Beispiel Methoden, wo man das Ganze mit Wärme kann wegbringen kann, das Prostatagewebe. Und das geht eben auch mit blutverdünnenden Medikamenten. Ich möchte ganz gerne zum anderen Thema kommen, zur Prostatitis. Da gibt es ein paar Unterscheidungen. Da gibt es akute Formen, da gibt es chronische Formen. Und üblicherweise ist es mit ganz grossen Beckenschmerzen vergesellschaftet. Es gibt Schmerzen beim Wasserlös, beim Samenerguss. Es gibt meistens als Option Therapie ist meistens durch Antibiotikum. Wo man es wegbringt, vor allem bei den akuten Formen. Bei den chronischen Formen, da, die sind sehr hartnäckig in der Therapie, die braucht es relativ viel, für, dass man das einigermaßen im Griff bekommt. Dann, wenn ich hier wieder eines von den Computertomographie-Bildern zeige, da ist wieder die gleiche Ansicht wie vorher. Hier jetzt im Unterschied, da ist die Harnblase fest am Leuchten. Das ist deshalb, weil Kontrastmittel im Spiel ist. Die sammelt sich da und auch da die Harnleiter, die zum Teil noch ein bisschen abgebildet sind, sieht man da auch noch. Da in den Nieren ist ein bisschen aufnehmend. Und hier ist schon ein bisschen ein unruhigeres Bild von der Prostata. Das ist so ein bisschen inhomogen. Und das ist anhand vom Verhalten, wie schnell geht das Kontrastmittel ins Organ rein, wie lange bleibt es dort, wie schnell geht es wieder weg, kann man dann sagen, es ist Prostatitis, eine Prostatentzündung. Oder man kann sagen, anhand vom Verhalten vom Kontrastmittel kann man sagen, es ist eher das oder eher das. Aber da ist jetzt eindeutig die Richtung. Manchmal sieht man auch ein bisschen Auffälligkeiten. Also erstens mal hier, die Prostata ist viel zu gross. Die ist da 120, 126 Kubikzentimeter. Normalerweise ist es so 40 Kubikzentimeter normal. Und wenn man so genau schaut, hat es so ein bisschen Bereiche drin, die anders gefärbt sind. Sie sind ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, ein bisschen einfach verdächtig. Und dort muss man genau schauen, was da los ist. Da zum Beispiel würde man in den meisten Fällen Biopsie machen. Und es ist relativ schwierig, wenn ihr seht, das ganze Organ ist relativ gut unterwegs. Wenn man da drin sticht, hat man gute Chance, dass man den Befund nicht bricht. Und dann hat man dann auch das Resultat im Mikroskop. Alles normal, Prostata tipptopp zu Weg. Und dann braucht es einfach irgendwo manchmal eine Bildgebung, um zu sagen, wo muss man überhaupt reinstechen. Und dann kann man gezielt da rein und dann kann man mit höherer Wahrscheinlichkeit nennen, das treffen und auch sagen, was es ist. Und dann wären wir schon beim nächsten Thema, beim Krebs angelangt. Das ist der häufigste Krebs, den es gibt bei den Männern. Es sind ungefähr 6'000 Leute, die betroffen sind im Jahr in der Schweiz. Nicht jeder davon ist mit einem aggressiven Wachstum verbunden. Nicht jeder macht Probleme. Da gibt es relativ grosse Unterschiede. Wenn man aber jemanden in der Familie hat, zum Beispiel mit Prostatakrebs, der Vater, also der Bruder, der Onkel, dann hat man ein 2- bis 4-fach erhöhtes Risiko, selber am Krebs zu erkranken.
Und das durchschnittliche Alter ist irgendwo bei 72. Das ist ein bisschen gemein. Dort bei der Pension hat man das Gefühl, jetzt kann ich das Leben genießen. Und dann irgendwo kommen da und dort Probleme. Das ist relativ ein gemeines Alter. Aber es gibt auch Ausnahmen. Es gibt auch natürlich frühere Diagnosestellungen später. Aber so durchschnittlich ist es so in diesem Alter. So auffällig ist, wenn zum Beispiel die prostataspezifische Antigen, das, was man im Blut misst, ganz schnell ansteigt. Je nachdem, welche Richtlinien man nimmt, ist es irgendwo zwischen 0,75 und 1 Nanogramm pro Milliliter pro Jahr, was ansteigt und wenn man dann ein bisschen näher muss schauen. Ich habe das Beispiel gebracht vom Herrn L. Der ist 77-jährig. Ich möchte mal die Dynamik ein bisschen zeigen, wie das so etwas gehen könnte. Das ist nicht ein typischer Fall, aber es ist einfach ein Fall, den ich einfach genau zum Illustrieren. Und zwar, im Oktober 2012 hat er irgendwo ein PSA von 4. Das ist so eigentlich nicht so schlecht. Dann, ein halbes Jahr später, hat sich schon fast verdoppelt. Wir erinnern uns an die Zahl 0,751 pro Jahr. Ist auffällig, das ist schon deutlich drüber, das Tempo. Dann 4 Monate später noch weiter Anstieg. Auf 9,5 hat man weitere Abklärung gemacht und hat leider müssen feststellen, jawohl, da ist ein Prostatakarzinom dahinter. Wir haben dann angefangen mit Therapie, wir haben Chemo gemacht, wir haben operiert und alles. Das Prostatagewebe ist natürlich ist komplett verschwunden. Und dann, was ist passiert? Man hat gemessen wieder mal und hat gesehen, uiui, die Prostata, die eigentlich weg ist, produziert wieder sein Antigen, sein Eiweiß, das dort eigentlich nicht mehr hergehört. Und dann hat man untersucht, hat nichts gross gefunden und hat aber dann wieder ein knappes Jahr später massiven Anstieg auf 100. Und dann hat man dort leider müssen feststellen, da ist ein Rezidiv, es ist wieder aufgeklackert, hat man wieder müssen dringen, aggressiver dringen. Das ist nicht der typische Fall, aber das ist einfach ganz eindrücklich gewesen. Denn was passiert, was hat man? Beim Prostatakarzinom ist ganz gemein, man hat erst Beschwerden, wenn es schon relativ gut fortgeschritten ist. Man hat irgendwo durch zum Beispiel Ableger, die machen sich bemerkbar durch Knochenschmerzen. Manchmal hat man blutige Urin. Und blutige Urin ist immer etwas, das sollte man zum Hausarzt. Das ist etwas, das man abklären sollte. Nicht warten, sondern das sollte man gehen. Es gibt ganz viele Ursachen dazu, ganz harmlose Sachen, ganz böse Sachen, aber das sollte man abklären. Und das Letzte, wie wir vorher auch bei der Prostata-Vergrößerung gesehen haben, gibt es dort ähnliche Beschwerden im Zusammenhang mit dem Maßlösen, mit dem Bisschen, mit dem schwachen Handstrahl und so. Das ist dann ähnlich. Jetzt, hier kommt wieder eines von diesen Bildern. Da ist jetzt ein Bild von Seite angeschaut und das sieht auch etwas speziell aus. Dahinter ist die Wirbelsäule und je nachdem, wie der Patient auf dem Bild ist, auf dem Tisch liegt, ist die Wirbelsäule ein bisschen krumm und dann ist die Wirbelsäule ein bisschen komisch abgebildet, aber das ist ganz normal. Das ist nichts, was man jetzt dort muss speziell schauen muss. Es sind mehrere Schichten, die man macht und das ist einfach nur eine Schicht. Und da ist wieder die Leber, da ist die Bauchschlagader, die Aorta. Und dann hier, das ist unsere Blase, die auch eher relativ zu gross ist, mit Resthaaren. Und hier unten, da seht ihr jetzt die riesen Masse, ganz so inhomogen, so nicht gleichmässige Verteilungsmuster vom Gewebe, ein bisschen hauer, ein bisschen dunkel, ein bisschen Verkalkungen. Und einfach riesig, wenn man es da im Seitenbild anschaut, oder im Salami-Bild, dann ist einfach wirklich ein ganz kleines Becken komplett ausfüllend. Und so eine kleine Nebenerscheinung, die man da hat, da die Harnblasenwand ist auch massiv verdickt. Das ist auch ein bisschen auffällig, so als Nebenfund. Dann gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man so etwas angeht. Es kommt darauf an, welches Stadium hat man? Ist es ein kleines Stadium auf das Organ begrenzt? Ist es ein Stadium, das schon ein bisschen fortgeschritten ist, hat es Ableger? Abhängig von dem schaut man, ein bisschen, welche Therapie das braucht. Das kommt auch noch darauf an, wie alt man ist. Bei
den jungen Männern, 40, 50, da gibt es vor allem die aggressiveren Formen. Die sind gleich mal mit Metastase unterwegs. Währenddem die Tumoren, die mit 80, 90 auftreten, sind meistens langsam wachsender und die führen nicht immer zu Problemen. Denn je nachdem kann man zum Beispiel bestrahlen, von innen, vom Organ selber, weil man Metallstäbchen reinsetzt, die ganz kleine Distanz strahlen und dort man nur Bestrahlung dort, wo es sein sollte, und aber nie sonst. Es gibt Möglichkeiten, von außen zu bestrahlen. Es gibt die Möglichkeit, die ganze Prostata rauszunehmen, dann haben wir Prostatektomie. Und je nachdem muss man, wenn es Ableger hat, auch noch schauen, dass das Wachstum gebremst wird. Da gibt es Hormonblocker, kann man dem sagen. Das tut euch zum Beispiel das Testosteron abblocken, weil auch der Prostatakrebs wächst sehr gerne, wenn viel Testosteron rum ist. Und dann tut man das bremsen, dass der Krebs nicht noch zusätzlichen Antrieb hat zum Wachsen. Manchmal tut man auch sicher mit Schmerzmitteln, mit Osteoporose-Medikamenten dringend, die dann die Knochen wieder helfen stabilisieren. Und es kann manchmal sein, dass irgendwo Ableger drückt auf den Knochen, macht massiv Schmerzen. Und dort, wenn die Schmerzen nicht anderweitig in den Griff zu bekommen sind, dann kann man zum Beispiel dort diesen Ort ganz gezielt bestrahlen. Und das hilft relativ fest, um die Schmerzen zu nehmen. Und ich habe euch jetzt ein bisschen Überblick gegeben in den paar Krankheiten, die häufig sind. Jetzt die Frage, wie soll man abklären, wann soll man abklären, warum soll man abklären, gibt es Gründe, dass man nicht soll abklären? Das Ganze ist einfach ein bisschen zwiespältig. Es ist sowohl ein Segen wie auch ein Fluch, wenn ich so darf sagen. Es ist, die schweizerische Gesellschaft empfiehlt eigentlich bei diesen Leuten, bei diesen Männern zu abklären, die zwischen 50 und 70 sind, die Beschwerden haben. Und Leute, die in der Familie ein Ereignis hatten mit Krebs, denen empfiehlt man es ein bisschen früher, denen empfiehlt man mit etwa 45 mal so Prostatawert zu bestimmen. Und man muss wissen, es gibt irgendwo einen guten Bereich vom PSA-Wert, es gibt irgendwo eine Grauzone, es gibt irgendwo einen Wert, der dann wieder eher hindeutet, dass es etwas Gefährliches ist. Und um den Graubereich, das ist relativ schwierig, da ist die Gefahr, dass man eine Überdiagnose stellt. Man hat zum Beispiel kleine Krebse, die man sieht in der Biopsie oder in all den Abklärungen. Und das sind manchmal Tumoren, die nie werden Beschwerden machen, nie Komplikationen werden machen. Aber man verwirrt es und dann löst ganz viel Angst aus. Man tut Therapien starten, man tut Nebenwirkungen auf sich laden von all diesen Therapien. Und ist natürlich schon Schaden nützen, muss man relativ gut abwägen. Die Schweizerische Gesellschaft für Urologie, die empfehlen zum Beispiel auch, wenn zum Beispiel der Schnellanstieg passiert vom PSA, soll man eine Biopsie machen. Wenn beim Untersuch mit dem Finger eine Auffälligkeit besteht, dann auch. Und wenn der PSA einen gewissen Grenzwert überschritten hat, so bei 4 ungefähr, wenn das mehr als 4 ist, dann sagen sie, sollte man mal ein bisschen genauer schauen. Dann, was halt das Ziel wäre, wenn man im Rahmen eines Check-up, das Ziel ist eigentlich, dass man die Männer herausfinden, die keine Beschwerden haben, die aber schon einen Tumor haben, der aggressiv wächst, die aber noch im behandelbaren Stadium sind, im Organ, noch nicht Organ übergriffen haben und wenn die Lebenserwartung noch sehr lang ist. Das sind eigentlich die Leute, die man sollte verwirrtschen mit dem Screening, mit dem Check-up. Aber das ist relativ schwierig. Die sind eben asymptomatisch und darum nicht ganz einfach zu greifen. Und was man aber als Vorteil muss sehen, die Diagnose mit dem PSA kann man viel früher stellen. Und wenn es eben so um einen aggressiven Krebs handelt, dann kann man die Spätkomplikationen auch um einiges vermindern. Dann gibt es
relativ eindrückliche Vorgaben, wie man könnte das handhaben könnte. Wenn zum Beispiel der Wert unter 1 ist, der PSA-Wert, dann kann man ganz lang warten, bis man das nächste Mal wieder empfiehlt zum Messen. Wenn der PSA irgendwo zwischen 1 und 2 ist, dann kann man auch lang warten, aber vielleicht etwa 2 Jahre, so würde es Sinn machen. Man hat einfach ganz viele Studien gesehen, wo gezeigt haben, wo ist gefährlich, wo nicht, und das sind etwa die Angaben, die man daraus lesen konnte. Wenn es über 2 ist, dann sollte man das PSA über 1 machen, einfach dann, wenn Beschwerden rum sind. Und es empfiehlt sich manchmal, nicht nur einen Wert zu nehmen und dann denken, uiui, der ist ja ganz verrückt daneben, sondern es empfiehlt sich manchmal auch einen zweiten Wert zu machen, schauen, wie ist der Verlauf. Weil der Verlauf ist viel entscheidender als ein Einzelwert. Da sieht man, in welche Richtung es geht. Und wenn man dann schaut, kann es gut sein, dass die Mehrheit der Nachmessungen doch wieder in einem normalen Bereich ist. Und dann hat man eigentlich wie Alarm geschlagen, aber man muss nicht Angst haben, je nachdem. Ein bisschen nachher kontrollieren ist wichtig. Und warum sollte man das PSA nicht messen? Eben weil, schon gesagt, es ist nicht alles, wo mit erheblichen Konsequenzen einhergeht. Denn man soll bei den asymptomatischen Männern ohne Risikofaktoren eher nicht messen. Wegen der Überdiagnose, wegen der eher mehr Schaden als Nutzen-Verhältnis. Und mit Risikofaktoren sicher ein bisschen grosszügiger. Denn wenn man zum Beispiel das PSA misst, kann man einen Krebs 8 bis 10 Jahre, 8 bis 11 Jahre voraus detektieren, bevor es wirklich Beschwerden macht. Das hat einen Vorteil natürlich. Und dann gibt es den Graubereich, den ich gesagt habe, der ist irgendwo zwischen 2 und 10. Der ist sehr tückisch, da kann man nicht so viel sagen, wenn der Wert da drin ist. Da kann man weder sagen, es ist nichts, es ist kein Krebs. Man kann auch sagen, es ist ein aggressiver Krebs. Man kann nicht einmal sagen, ob es, wenn es ein Krebs ist, ist der im Organ selber oder ist der schon weiter. Man hat einfach ganz schlechte Aussagekraft mit einem Wert in diesem Bereich. Und das PSA kann nicht nur beim Karzinom erhöht sein, sondern bei der Prostatavergrößerung, wenn man gegen Velo fahren wie verrückt, wenn man gerade kurz vorher eine Biopsie hat gemacht hat, ist die Prostata ein bisschen gestresst, dann ist das PSA ein bisschen höher. Wenn man gerade vorher ein Harnverhalten hatte in der letzten Zeit, gerade kurz vorher, wenn man gerade kurz vorher vor der Messung Geschlechtsverkehr hatte, das sind das alles Faktoren, die dazu führen, dass das PSA falsch erhöht ist. Und nicht zuletzt gibt es auch Medikamente, die einen falschen Wert helfen liefern. Zum Beispiel das Finasterid, das ich vorhin angetönt habe, das macht, dass die Prostata kleiner wird. Das macht natürlich auch, dass der Prostatawert sinkt. Und das ist natürlich, macht es nicht ganz einfach, wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt in Grauzone oder sind wir jetzt drüber? Macht es nicht ganz einfach. Gewisse Cholesterin senkende Medikamente führen auch dazu, dass der Prostatawert leicht tief ist. Und wie gesagt, der Verlauf, der ist wichtig. Und es ist wirklich, man muss gut abwägen, wenn so man weitere Abklärungen machen. Ich empfehle dann, wenn es Beschwerden macht, dann abklären und wenn nicht, dann nicht. Und das wären etwa meine Ausführungen gewesen. Ich stehe gerne zur Verfügung für allfällige Fragen. Ich habe vor 2 Jahren im Schwarzwald habe ich plötzlich so eine Nierenblasenentzündung gehabt. Da hatte ich Schwierigkeiten gehabt mit Wasserlösen. Da bin ich in einer Apotheke und die haben mir da ein Medikament gegeben. Hat nichts genützt. Nachher, 10 Tage später bin ich in dem Spital Zofingen und dann sind wir fast einen Liter Wasser rausgenommen. Und jetzt habe ich Duodart. Was sagen Sie? Der Doktor hat gesagt, man könnte operieren, sei aber nicht unbedingt nötig. Wir können es mit dem Duodart im Griff bekommen. Und dann habe ich auch noch Cholesterinsenker. Ja. Aber nicht wegen dem, sondern wegen dem Venenverschluss, den ich hatte. Was sagen Sie da dazu? Das ist eine gute Frage. Auf der einen Seite
Das Duodart, das ist ein Medikament, das Alpha-Blocker und der Finasterid kombiniert. Das ist eigentlich eine Kombination, die recht Sinn macht, wo, wie gesagt, nach ein paar Monaten erst anfängt zu wirken. Das heisst, der hat schon ein bisschen Stau, der hat schon einen Harnverhalt gehabt. Und wenn das häufig vorkommt, die Harnverhalt, trotz ausgeschöpfter Therapie mit dem Medikament, dann würde ich empfehlen, dass man es operiert. Weil die Harnverhalt, die sind auch nicht gut. Das ist ein riesiger Stress für den Körper. Das sollte man, wenn es geht, möglich so gut wie möglich vermeiden. Und ich würde empfehlen, mal die medikamentöse Therapie mal einzusetzen, warten ein paar Monate, schauen mit Untersuchungen, schauen, wo stehen wir mit so Fragebögen, wo stehen wir, hat es weitere Harnfrauen gegeben, hat es weitere Blasentzündungen gegeben. Und das gibt dann irgendwo ein Gesamtbild, das man dann muss berücksichtigen muss. Und letztendlich spielt auch der Wunsch von euch eine grosse Rolle. Was seht ihr? Möchtet ihr lieber operieren oder nicht? Ich würde operieren, aber ich würde zuerst alles andere ausschöpfen. Operation hat auch seine Risiken, nicht immer ganz ohne. Bei einer Prostata-Operation kann Inkontinenz vorkommen, es kann Impotenz, es kann gewisse Probleme nach sich ziehen, die an für sich selten sind, aber ganz blöd ist, wenn man das bekommt. Und darum muss man ganz gut abwägen. Ich würde zuerst die medikamentöse Therapie gut in Angriff nehmen und das ausbauen. Ich habe eine Frage wegen der PSA-Messung. Ist die zuverlässig oder ist das eine falsche Sicherheit? Das Wichtigste ist, man muss am besten das gleiche Labor nehmen. Weil es gibt dort von Labor zu Labor doch deutliche Unterschiede. Es wird andere Reagenzien reingelegt. Es ist nicht ganz vergleichbar, das eine Labor mit dem anderen, wenn man die gleiche Probe da schickt und da. Wichtig ist immer das gleiche Labor. Am besten einfach immer zum Beispiel zum Hausarzt gehen, der hat immer das gleiche Labor im Hintergrund. Und es gibt nicht eine absolute Sicherheit. Es gibt Sachen, die Prostata-Antigen erhöhen, solche, die senken. Es ist einfach ein Puzzleteil im Ganzen, aber man darf es nicht überbewerten. Man muss einfach das Gesamtbild haben, den Verlauf haben und dann kann man entscheiden. Aber ein Wert ist nicht aussagend. Und ja, es ist wie wenn jemand Fieber hat, es ist nicht entscheidend, ob er jetzt 39 oder 40 Grad hat. Es ist einfach, man darf es nicht überbewerten. Es gibt, das ist eigentlich nur ein Puzzleteil im Ganzen, in der ganzen Beurteilung. 40 Grad heisst nicht, es ist gefährlicher als 39 Grad, weil es gibt gefährliche Sachen, die ohne Fieber herkommen. Ein Herzinfarkt hat kein Fieber, aber ist trotzdem sehr gefährlich. Das ist eigentlich nur ein Puzzleteil. Und PSA-Wert ist einfach auch für mich einfach nur ein Puzzleteil, darf man nicht überbewerten. Gut. Es sind soweit keine weiteren Fragen mehr. Danke vielmals. Sehr aufschlussreich gewesen. Wir wissen jetzt, was wir zu tun haben. Auf was wir uns konzentrieren müssen. Dankeschön. Und jetzt gehen wir fließend in die Prävention über. Der Dr. Tranolone, der schon immer nicht mehr da ist, würde sagen, es kann es nie mehr besser, als ein älterer, erfahrener Hausarzt. Das zu machen. Ich muss jetzt ein bisschen die witzige Form übernehmen von ihm, weil er ist nicht so. Er klemmt heute, jawohl. Aber dann darf ich dich bitten, Dr. Pend, der jetzt Prävention hat. Merci vielmals. Schönen Abend. Mögen ihr noch? Es ist ein bisschen warm, aber das Wetter haben wir nicht können planen. Prävention ist keine Krankheit. He? Ich erzähle also nichts über eine Krankheit. Es geht um Vorsorge. Prävention heisst zuvorkommen. Also Prä ist vorher und Venire ist kommen. Also man will etwas verhindern, indem man zuvorkommt.
Also es ist im weitesten Sinn, Prävention heisst Verhindern von Krankheiten durch Vorsorgemassnahmen. Das klingt gut. Eigentlich ist das im Studium und überhaupt in der Medizin ist das auf einem ganz, ganz kleinen Platz. Wir stellen vor allem Diagnosen stellen, Medikamente verordnen und weiss der Gott was. Aber Prävention ist an einem kleinen Ort. Die meisten machen das noch Kinderärzte. Und dort ist eigentlich das klassische Beispiel eine Impfung. Das ist eine Prävention. Und darum sagt man auch Schutzimpfung oder wir sagen präventive Impfung. Wir wollen eine Krankheit verhindern, durch das, als man vorher eine Impfung macht, damit das nicht ausbricht. Das ist der Idealfall. Das ist ja einfach, oder? Und die meisten sind auch nicht dagegen, wenn man etwas Gutes tun kann, vorher zum Verhindern. Typisches Beispiel, das in unserer Region wichtig ist und jetzt man immer nicht genug sagen kann, ist die FSME, Frühsommer-Meningoenzephalitis. Die zeckenübertragte Krankheit, es gibt zwei Formen. Die eine kann man mit Antibiotika behandeln, das ist nicht so schlimm. Und die andere kann man impfen, aber wenn man es überkommt, muss man schon geimpft sein. Es nützt nichts nachher, man kann nicht mehr nachher impfen. Wenn man es verwünscht, hat man es dann schon. Ist selten, aber die, die es haben, ist es brutal. Weil es ist nicht nur einfach Kopfweh, es entzündet sich das ganze Hirn und kann so gar Defekt geben, dass man halt nicht im Ganzen so gescheit ist, darf ich es so sagen. Nein, aber dass man da Behinderungen hat, und das wäre ja brutal. Bis zu Todesfällen. Also das ist ein typisches Beispiel, wo man schwere Erkrankungen durch eine präventive Massnahme, durch ein Impfen kann verhindern. Jetzt ist es aber nicht so einfach, es gibt eine primäre Prävention, das ist das, es gibt eine sekundäre Prävention, es gibt eine tertiäre Prävention und auch eine quartäre Prävention. Und das möchte ich jetzt ein bisschen nachbringen, was das alles heisst. Also 1, 2, 3, 4, erstens, zweitens, drittens, primäre, sekundäre, tertiäre und quartäre. Jetzt muss man ganz wichtig unterscheiden, und das ist das, was wir auch noch ein bisschen lernen müssen, auch in der Medizin. Es gibt einen Unterschied zwischen krank sein und Krankheit. Man muss sich das mal noch überlegen. Die Engländer haben es besser, die sagen Illness, das ist ein Leiden an einer Krankheit, an etwas, und Disease, das ist eine Krankheit. Jetzt, das ist das Problem. Es gibt eben Leute, die haben eine Krankheit und leiden gar nicht dran. Und dann muss man fragen, ja, muss man sie denn krank machen und diese Diagnosen immer vor die Augen kleben? Wir kommen da drauf. Also es ist ein wichtiger Unterschied, krank sein, die Patientensicht, oder Krankheit haben, das ist ein medizinisches Konzept, das sind Diagnosen, das ist eigentlich die medizinische Sicht oder die Arztsicht. Jetzt kommen wir zu der primären Prävention. Impferei. Dort ist der Patient gesund und hat keine Krankheit. Fühlt sich auch gesund, das ist typisch. Zwei Babys kommen auf die Welt und dann werden sie gestochen. Oder? Also die sind ja nichts als gesund und der Bruno macht sie meistens krank vom Schreien, wenn er sie so plagt. Gehören sie nebendran, wenn er wieder eins dran nimmt oder dann schreit es. Aber es ist eine wichtige Vorsorge. Der Patient ist nicht krank und hat keine Krankheit. Und das ist eigentlich die Definition von der primären Prävention. Aber wir kommen jetzt schon zu dem, das ist jetzt nicht bei den Babys, sondern bei den fortgeschrittenen Alterssemestern. Ein gesunder Patient ist natürlich nur nicht genügend untersucht, oder? Und das ist eigentlich die heutige Dimension von der Medizin. Ich komme da noch drauf. Das ist ein bisschen die Gefahr von dieser ganzen Sache. Jetzt Primärprävention, wir haben das gesagt, Beispiel wären Impfungen, präventive Beratungen zum Lebensstil. Wie könnte man verhindern, dass man, das wisst ihr, mit Gewicht, mit Bewegen, mit Ernähren, da kann man ja Sachen verhindern. Es gibt Sachen, da können wir nicht ausweichen, mit der Vererbung, wir haben es gehört, mit dem Prostatakrebs, wenn es in der Familie gibt, oder Herzinfarkt oder irgend so, da hat man ein bisschen höheres Risiko, oder Diabetes. Und dann auch die Krebsfrüherkennung oder Gesundheitschecks zählt man eigentlich auch zur primären Prävention, aber aufgepasst, man ist natürlich nur so lange Primärprävention unterwegs, bis der Doktor etwas herausfindet, und das ist man schon sekundär, weil da hat man ja dann schon eine Etikette, und das ist ein bisschen das Problem. Und was noch ein zusätzliches Problem ist bei dieser ganzen Sache, für die Einzelperson ist der Nutzen sehr, sehr gering von all diesen Massnahmen.
Weil das Risiko, dass er etwas überkommt, ist minimal. Aber für die Gesamtbevölkerung ist es enorm wichtig. Wir haben zum Beispiel mit Schutzimpfungen hat man Teilkrankheiten können ausrotten. Ich weiss nicht, wer von euch noch von Pocken geimpft worden ist oder das noch gehört hat. Das gibt es heute gar nicht mehr. Man muss nicht einmal mehr impfen gegen Pocken. Weil irgendeiner hat das letzte Pockenvirus nicht mehr gewusst, wo es her soll. Oder? Und dann ist es gestorben und seither gibt es es nicht mehr. Darum hat man früher hat man ja Mumps hat man nur Buben geimpft und Röteln nur Mädchen. Und das war eigentlich ein Blödsinn gewesen, weil Mumpsviren die haben sich dann bei den Mädchen weiter verbreitet und Rötelviren bei den Buben und dann ist das nie gestorben. Und heutzutage soll man alle impfen mit der Hoffnung, dass man irgendwann das könnte eliminieren. Das ist also immer auch ein Bevölkerungsaspekt, nicht nur ein individueller. Und bei dieser primären Prävention gibt es noch das sogenannte Inverse Care Law, das ist Englisch. Das heisst, das umgekehrte Vorsorgegesetz oder Medizingesetz oder Sorgegesetz, dass eigentlich die, die gebildet sind und sozial privilegiert, die machen vor allem diese Zeug. Und die es nötig hätten, die machen es nämlich nicht. Also, Beispiel ist, kennen wir vielleicht mit der Kariesprophylaxe, Zähne. Die gut situiert sind und Entwicklungsländer wie wir jetzt hier, die reich sind, da springen alle zum Zahnarzt. Und wenn man die Bilder schaut von anderen Ländern, muss man sagen, die würden eigentlich schon mal zum Zahnarzt gehen, aber die machen es dann nicht. Das ist ein bisschen das Inverse Care Law. Das ist die primäre Prävention. Jetzt kommen wir zur sekundären, zur zweiten Form. Das ist, der Patient fühlt sich noch gesund, hat aber eine Krankheit. Also die Abwesenheit von krank sein, das ist jetzt wieder die Illness, er merkt eigentlich gar nichts. Aber der Doktor hat ihm gesagt, du hast Diabetes oder du hast höheren Blutdruck. Aber er spürt ja gar nichts. Oder? Und das ist das Problem, ein bisschen, wir sagen diesen Risikofaktoren, weil eigentlich ist ein Diabetes zu hohen Zucker, das ist ja nicht eine Krankheit, das ist ein Risikofaktor, weil der Patient leidet gar nicht daran. Komplikationen davon, Nieren, Augen, Gefäße und so, das kann natürlich dann schon zur rechten Krankheit werden. Und das wäre dann eine sogenannte echte Diagnose. Und wir tun jetzt aber heute mehr so mit den Risikofaktoren um uns zu schlagen und die Leute ein bisschen krank machen. Und das Problem ist auch dort, man hat Tendenz zu immer niedrigeren Schwellenwerten. Das haben wir in anderen Ländern gesehen. Und man muss immer überlegen, das sind riesige Zahlen von Leuten, die man behandeln kann, wenn man den Schwellenwert, also von dort, wo man sagt, ist krank oder ist noch gesund, abnimmt. Es hat mal eine Diskussion gegeben vor ein paar Jahren in England, wo sie gesagt hat, bei uns ist der Cholesterin-Normwert so, weil darunter können wir es nicht zahlen. Also wenn es plötzlich sagt, Cholesterin muss 5 sein und darunter, dann haben wir noch einmal 50% mehr, die müssen Cholesterintabletten schlucken, oder? Oder Blutdruck ist in meiner Karriere, seit ich Hausarzt bin, ein paar Mal geändert worden, der Grenzwert, oder? Früher haben wir gesagt, 100 plus Salz und dann ist plötzlich oben runtergekommen und haben wir, bis man fast Schwindel hat, hat man so den Blutdruck runterdrücken. Das ist immer schwierig, auch für uns, was ist denn wirklich die Wahrheit und wo ist, sind halt wirklich finanzielle Interessen dahinter. Sekundärprävention, typischer Verlauf, man macht eine Gesundheitsuntersuchung und findet einen Wert, der nicht mehr normal ist. Und dann schon hat man den Token im Heft, also hat man die Diagnose. Man ist ja immer noch gleich gesund, fühlt man sich, aber man hat das Etikett von nicht mehr normal. Das wäre eigentlich der Patient. Und von dort an fängt nachher die Massnahmen an, wo man ja die Krankheiten verhindern will. Es gibt ganz wichtige Sachen, wie zum Beispiel Schilddrüsenunterfunktion bei Neugeborenen. Das ist ganz wichtig, dass man die checkt, wenn einer mit Unterfunktion von Schilddrüsen auf die Welt kommt, dass man das gerade entdeckt und nicht wartet, bis er wirklich krank ist, das gerade ersetzt. Da kann man viel Gutes tun. Aber man kann zum Beispiel mit so einem Gesundheitscheck einen HbA1c-Wert messen. Eine Messung, und das ist definiert, wenn das über 6,5 ist, das ist der Langzeitwert vom Zucker. Und wenn der über 6,5 ist, dann hat der Mann, die Frau hat einen Diabetes, ist zuckerkrank. Obwohl er gestern noch nichts an Zucker gedacht hat und sich immer noch gleich gut fühlt und überhaupt gar nichts hat, aber per Definition ist er zuckerkrank.
Oder Blutdruck, das kennen der Cholesterin oder Osteoporose und dann fällt Massnahmen an. Das ist alles gut, das ist jetzt die sekundäre Prävention. Wir haben ein Etikett als Krankheit, der Patient fühlt sich aber immer noch gesund und ist auch gesund. Und wir wollen jetzt einfach vermeiden, dass die Komplikationen, die zum Leiden werden können, eintreten. Das ist die sogenannte sekundäre Prävention. Das Problem dabei, es ist relativ schwierig für die Einzelnen, weil die tatsächliche Bedrohung durch eine solche Krankheit wird sowohl von den Ärzten wie auch von den Patienten überschätzt. Also wir machen relativ viel Wirbel oder wir schlagen viele Wellen. Klar, man sieht die Extremfälle, die ein Problem haben, aber der tatsächliche Effekt der medikamentösen Behandlungen wird ebenso überschätzt. Und es ist nur für ganz wenige Leute mit einem höheren Risiko profitieren auch viel davon. Aber, sagen wir jetzt, welchen als es ist, oder? Wo es höheres Risiko hat. Das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Und darum tun wir dann schnell halt alle behandeln. Und das ist so die Frage, ja, wie viel braucht es denn, wo man behandelt, damit einer profitiert? Da gibt es die sogenannte Number Needed to Treat. Das heisst, Anzahl Patienten, die man muss behandeln, bis einer profitiert. Beispiel Blutdruckerhöhung. Wie viele Patienten muss man behandeln mit dem Medikament, dass man einen Herzinfarkt verhindert oder einen Hirnschlag? Das kann man statistisch herausfinden, oder? Und das ist ganz verschieden. Die Spezialisten finden etwa 100. Das heisst aber, man hat den 99 hat man eigentlich vergeben behandelt. Und die haben allenfalls noch Nebenwirkungen von dem Medikament. Und die haben allenfalls noch zusätzliche Probleme. Die Hausärzte sagen, etwa bei 50 ist gut. Und Patienten selber sagen, ja, höchstens etwa bei 15, 20. Also wenn jeder 20 ist, die profitiert, dann würde ich auch dabei sein. Aber wenn ich einer von 100 bin, also 1% Profit habe, 1% Risiko nur habe, dann muss ich sagen, mache ich es nicht. Das ist noch schwierig, das zu sagen. Das ist die zweite Prävention, also Patient, Sekundärprävention. Der Patient hat noch gar nichts gespürt, hat aber eine Diagnose bekommen. Und das Problem ist, man kann ja nicht nur eine Krankheit haben, man kann 2, 3, 4 Krankheiten haben, Diagnose, spürt aber von 1, 2, 3, 4 auch gar nichts und muss plötzlich 7, 8 Medikamente schlucken. Die tertiäre Prävention, wir gehen zu dieser Zahl auf, 1, 2, 3, die tertiäre Prävention ist, wenn eine Krankheit wirklich eintritt, hat nicht verhindert werden durch die Sekundärprävention, zum Beispiel ein Herzinfarkt ist passiert, da hat der Patient dann auch gelitten, das ist dann nicht mehr Theorie, das ist ja dann durch. Und jetzt möchte man probieren, dass das nicht weitergeht, man möchte Folgen minimieren, man möchte das Rezidiv verhindern und das ist dann die tertiäre Prävention. Jemand, der einen Herzinfarkt hat, der fasst gerade 3, 4 Medikamente, der hat Aspirin, der hat allenfalls sonst noch Blutverdünner, der hat Beta-Blocker, weil man hat gesehen, als Leute, die Herzinfarkt hatten, wenn sie diese Medikamente nehmen, gibt es viel weniger Rezidiv, das heisst viel weniger, die nochmal einen machen. Früher war das fast gang und gäbe, wer der erste hatte, hat nach ein paar Jahren zweiten und nach einem Mal fast der dritte und am vierten ist er gestorben. Das wissen Sie vielleicht aus der Verwandtschaft, oder? Und heute probiert man das zu vermeiden mit aggressiver medikamentöser Behandlung. Da profitieren ein paar ja auch nicht. Weil man weiss, dass das Wiederholungsrisiko ist eigentlich sehr gross und darum ist auch der Nutzen von einer Prävention ist sehr gross. Also wenn man weiss, dass es kommt, wenn man nichts macht, wenn man einen Herzinfarkt hat und macht nichts. Früher haben wir die gelagert auf der Intensivstation, geschaut, ob sie überleben. Das ist fast ein bisschen dabei. Wir haben die Rhythmusstörungen noch behandelt, weil die sind dann tödlich gewesen. Wieder reanimiert und dann hat man sie wieder heimgelassen, wenn sie sich erholt sind. Und dann sind sie nach einem halben Jahr oder einem Jahr wiedergekommen mit einem Herzinfarkt. Und das ist meistens schlechter gewesen, oder? Und da tut man relativ aggressiv dahinter mit Medikamenten und da kann man etwas machen. Der Nutzen ist da relativ hoch. Was ist das Problem bei all diesen Präventionen? Es sind grosse Fallzahlen, eben zum Beispiel bei Impfungen, bei Sekundärprävention, wo man Krankheit hat und der Patient noch nicht. Es sind grosse finanzielle Interessen drin, ja, das ein bisschen angetönt mit den Grenzwerten, je tiefer das die macht. Und da muss man nicht, sich nichts vormachen, das geht um Franken und Rappen. Und das sind billige Medikamente, verschwinden aus dem Markt und es kommen neue, modernere, bessere, die sind einfach 10-mal teurer, oder? Das ist so, jetzt wird kein Medikament eingeführt, das deutlich billiger ist, oder? Und dann gibt es industriefinanzierte
Studien, wo man wirklich Hinweise hat, dass sie den Nutzen überproportional darstellen. Sagen, das ist sehr, sehr gut, hat so viel genützt. Und die Risiken und Nebenwirkungen unterschätzen. Und da sind wir manchmal schon ausgesetzt, weil es ist schwierig, da dahinter zu sehen, zu sagen, wo ist jetzt die Wahrheit? Und dann ist noch die Frage, wie lange soll man das machen? Bis zum Lebensende? Oder wann soll man aufhören mit diesen Vorsorgebehandlungen? Cholesterin senken bis auf 99? Ja, was soll denn das? Also, das ist noch schwierig. Also, jetzt genau eine Übersicht. Prävention, die primäre, der Patient fühlt sich gesund, hat keine Krankheit. Das ist Impfen. Sekundär, der Patient fühlt sich immer noch gesund, hat aber schon Etiketten vom Doktor bekommen, aus irgendeinem Grund. Und die Tertiäre, der Patient ist krank und hat eine Krankheitsdiagnose, hat eine Diagnose. Jetzt fehlt ja noch etwas. Wenn der Patient krank ist, sich krank fühlt und eigentlich gesund ist. Und das ist einer der riesigen Probleme heutzutage. Kommen wir drauf. Die Quartärprävention, das heisst, nicht bedarfsgerechte Medizin. Man tut, der Patient hat eine Beschwerde, spürt irgendetwas, aber es ist eigentlich gar keine Krankheit vorhanden. Und jetzt ist es ganz gefährlich, dass man diese Diagnosen andichtet. Andichten in guten Treuen natürlich. Man möchte ihm ja helfen und sagen, mal, die haben auch das. Und das ist ein Riesenproblem. Wie können wir unnötige Diagnostik und unnötige Therapie vermeiden? Weil es gibt Hinweise, wo man muss sagen, hey, das ist des Guten zu viel. Zu viel an Medizin, zu viel an Diagnostik, zu viel an Therapie. Es ist so, es gibt es leider. Und das ist auch für uns ganz, ganz schwierig geworden, weil wir haben kürzlich einen Vortrag von Professor Binswanger. Auch die Spitäler werden beurteilt nach finanziellem Erfolg. Es geht nicht darum, wie viele Patienten sind gut behandelt oder zufrieden oder haben überlebt oder haben keine Folgeprobleme, sondern nur finanziell. Das Spital Zofingen wird überleben, wenn es finanziell gut ist oder nicht. Das ist keine Diskussion. Unser System funktioniert nur so. Wir Doktor werden auch beurteilt, nachdem wie viel es mir kostet. Also die einzige Zahl, die bei uns erhoben wird, ist, wie teuer ist der Bruno im Schnitt. Gegenüber den anderen es interessiert niemanden, ob er Patienten gut behandelt oder nicht. Das ist eigentlich traurig, oder? Und darum, ich sage es ganz direkt, seit etwa 10, 15 Jahren ist die Medizin hier in unserem Umfeld oder in der ganzen Schweiz zum Business geworden. Oder? Also da wird der Trade-Tür reinkommt, heißt ja, wir sollten noch das schauen, wir sollten noch das schauen. Da müssen sich schon ein paar wehren, dass da nicht nachher Kränker rauskommen, dass sie reingegangen sind. Es ist zunehmend ein Problem und ich bin überzeugt, wir werden uns noch müssen neu überlegen, was macht Sinn. Es geht nicht um Kosten zu sparen, sondern es geht um Qualität. Weil Leute, die zusätzliche Diagnosen und unnötige Behandlung haben, die haben auch ein zusätzliches Risiko von diesen Behandlungen. Das ist ganz, ganz schwierig. Beispiel, DRG-Entschädigung in den Spitälern. Ihr habt vielleicht schon gehört, dass die Diagnose-Related Groups, man tut die Leute in Diagnosen einteilen und das Spital kommt entsprechend Geld über. Das heisst, je Diagnose, die ihr habt, desto mehr kommt das Spital von der Krankenkasse über. Also da ist es völlig interessiert, dass ihr möglichst krank aus dem Spital. Also, ihr dürft schon gesund rausgehen, aber ihr müsst einen Haufen Diagnosen haben. Und das ist eben das. Also ist eigentlich gar nicht krank, fühlt sich nicht krank, aber hat einen Haufen Etiketten. Und das ist ganz, ganz schwierig, dem kann man sich fast nicht wehren, oder? Also unsere Austrittsberichte von den Spitälern haben sich verändert. Früher hat man geschrieben, was relevant ist, heute schreibt man, was Geld gibt. Wenn man sich das mal überlegt, also es kommen Berichte, wo man muss sagen, hey, aber das ist gar nicht so schlimm, aber ist natürlich klar, ich verstehe es ja schon, aber wir haben schon gesagt, wir müssen zwei Austrittsberichte machen, einen für das Geld und einen für die medizinische Relevanz. Guidelines, es gibt Haufen so Leitlinien, auch die PSA, die werden von Urologen gemacht. Die haben meistens nur ein Problem im Visier und sehen nicht, dass der Patient halt nicht nur eine Prostata ist auf zwei Beinen, sondern oder ein Herz auf zwei Beinen, sondern auch noch ein Hirn hat und noch einen Bauch hat und dass man die alle Sachen muss miteinander anschauen muss. Und was wir natürlich in der Hausarztmedizin, ihr wisst, unsere Präsentationen sind immer auch ein Statement für die Hausarztmedizin, ich sage es dir am Schluss noch ganz scharf. Bei uns muss nicht immer jedes Symptom eine Diagnose haben.
Wehe, es gibt Situationen im Leben, die das haben wir auch schon gehabt. Ich habe das auch schon gehabt. Ich habe auch schon das Gefühl gehabt, ich sei jetzt depressiv, wo ich irgendwie dank war oder manisch, wo ich eins etwas anpacken wollte. Wenn ich dann einem Psychiater im Finger gelaufen wäre, hätte er gesagt, das ist depressiv. Und dann haben wir ein Antidepressivum gegeben. Seither hat die jetzt die Etiketten. Oder? Das hat doch jeder hat so Lebensphasen, muss ich sagen. Und wenn wir das immer alles etikettieren, dann werden wir nur kränker. Und was leider ist, das gibt Statistiken, Studien, das dir jetzt natürlich nicht tun, das sind ausgenommen. Aber die meisten Patienten schätzen Ärzte, die etwas machen, viel mehr, auch wenn das nutzlos ist. Das ist gleich. Hauptsächlich ist, die machen etwas. Weil sie ja etwas spüren. Ich hatte heute eine Frau, die ist von Doktor zu Doktor, weil sie so eine Missempfindung hat in Gesichtshälfte. Und sie hat indirekt angetönt, sie will sich das losoperieren. Ja, aber das wäre eine Katastrophe, man hat nichts gefunden. Das ist eine Missempfindung, die kann man nicht wegoperieren. Und was halt ist bei uns in der Schweiz, bei unserem System, nicht handeln wird schlechter honoriert. Also wenn man etwas macht, das wird immer besser bezahlt. Darum könnt ihr schneiden, ihr könnt irgendetwas machen, da kommt immer mehr Geld über, als wenn ihr nicht schneidet. Also das ist jetzt bei den Chirurgen. Ich zeige euch jetzt einen Fall, den ich jetzt erfunden habe. Es gibt etwa Leute, die kommen, das kommt immer so alle halbe Jahr, kommt jemand, ich sage, es ist eine Frau, kommt und sagt, sollte man nicht einmal richtig durchschauen, richtig schauen. Ich würde zum Beispiel 2 Tage ins Spital gehen und die würden die alles ganz richtig checken, oder? Das macht man heute nicht mehr, weil das Spital würde ich gar nicht aufnehmen, aber die Idee ist ja gar nicht so schlecht, einfach mal liegen 2 Tage und die würden morgen anfangen und alles checken. Und stell dir jetzt vor, die Frau ist 2 Tage im Spital, man hat Blutuntersuchung gemacht, man hat Ultraschall, man hat Röntgen, man hat CT gemacht, man hat alles gefragt, untersucht und überall den Finger und das Endoskop reingesteckt. Und es ist alles tipptopp. Die Frau wäre gesund. Wisst ihr, wie viele Franken das Spital für die 2 Tage bekäme? Wenn sie gesund ist, wenn sie ehrlich abrechnen, dann kommen sie 0 Franken über, weil die ist gesund. Du darfst ja nicht, wenn sie ehrlich sind, dann kommen gar nichts über dafür, oder? Und nochmal als Illustration, ICD-10 Spital tut mit diesen ICD-10-Code arbeiten. Da gibt es 13'000 Code, die man haben kann. Aber Problem, gesund gibt es dort drinnen nicht, das kommt gar nicht vor. Also es ist gar nicht vorgesehen, dass man gesund ist. Und darum braucht es eigentlich individuelle und das heisst patientenzentrierte Behandlung und nicht nach Schema sowieso. Und wenn es von allem finanzielle Anreize geht, dann kommen wir ins Zeug rein. Also müsst ihr mal ein bisschen überlegen, was macht wirklich Sinn und wo. Es ist klar, wenn ihr nicht mit einem Problem geht und sie bei der Tür sagt, ja, wir sollten aber noch schauen, wir sollten noch machen, dann sind wir immer auf verlorenen Posten. Was wollt ihr denn sagen, ja, nein, ich will das nicht. Es gibt die 10 Gebote für patientenzentrierte Behandlung. Das ist nach einem Artikel von Thomas Kühlen, das ist ein Freund von mir, der hat das im Deutschen Ärzteverlag publiziert. Ich habe es jetzt ein bisschen abgeändert, dass es ein bisschen einfacher verständlich ist, aber hat mich noch ein bisschen fasziniert, gerade im Hinblick auf heute oben. Was wir als Hausärzte hätten machen, du sollst deinem Patienten helfen, ihre selbstgewählten Ziele zu erreichen. Was will der Patient wirklich? Will er denn noch Osteoporose-Prophylaxe mit 95 oder Cholesterin senken mit 90. Wollt ihr das wirklich? Die kommen aus dem Spital und haben das. Wollt ihr denn wirklich die Abklärung noch? Es gibt Leute, die sagen, los, ich bin zufrieden, ich möchte jetzt in Ruhe gelassen werden. Also, man ist schon nicht, dass jemand fatal oder irgend so ist. Man will schon helfen, aber selbstgewählt zu erreichen. Du sollst dein Wissen stetig erneuern und teilen. Also wir müssen uns immer weiterbilden und zu wissen, das hängt Nutzen, Schaden. Wir wissen vielmals, was wir können nutzen, aber den Schaden, den haben wir vielmals nicht so auf dem Radar. Die Kosten, die sind uns auch noch. Und wir sollten es mit dem Patienten teilen. Er sollte auch wissen, was bringt mir jetzt das, was ist der Vorteil, was ist der Nachteil. Das ist eine riesen Aufgabe, bis ihr da richtig informiert seid, dass ihr mitentscheiden könnt. Du sollst bereit sein, ein abwartendes Offenhalten als angemessene Handlungsstrategie anzunehmen. Was heisst das? Es gibt einen Haufen Sachen, die gehen ja vorbei. Oder? Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber
Wir warten mal, wir schauen mal, wie es ist übermorgen. Wir haben ausgeschlossen, dass das gefährlich ist. Wir haben ausgeschlossen, dass es nicht das ist. Wir haben ausgeschlossen, dass es nicht das ist. Wir haben jetzt mal ein Tafalgan und schauen, wie es 3 Tage später ist. Ah, es ist vorbei. Ja, wie hat jetzt das Kind geheißen? Ja, weiss es auch nicht. Aber die Hauptsache ist, es ist doch vorbei. Aber wenn du jetzt noch eine Diagnose hast, bist du nicht glücklicher. Abwartendes Offenhalten, das ist eine typische Strategie von der Hausärzten. Du sollst ausgewogene Wissensquellen in Ehren halten, das ist wichtig. Also dort, wo man weiss, das ist ausgewogen und nicht pharmafinanziert. Und nachher etwas ganz wichtig, du sollst deinen Patienten nach dem Grad ihrer Gefährdung nicht nach den Risikofaktoren behandeln. Das heisst, nicht jedes Risikofaktor ist eine Gefährdung für den Patienten. Es kann sein, dass das für den kein Problem ist, obwohl Etikette, Diagnose, Risikofaktor ist alles klar. Also muss der Patient mit einbeziehen. Du sollst nicht niederknien vor Behandlungszielen von Fachgesellschaften, denn diese sind Götzenbilder. Es gibt immer wieder so Behandlungsziel, wo die Fachgesellschaften sagen, das können wir praktisch immer, der Cholesterinwert muss unter das und das. Das ist eine Orientierung, aber das heisst nicht, dass man das 1:1 muss umsetzen und einfach erpressen, oder? Nein, ganz wichtig, du sollst deine alten Patienten ehren, denn sie haben die höchsten Risiko für einen Schaden durch deine Behandlung. Das ist aber so. Jemand, der 90 ist, hat ein höheres Risiko, einen Schaden zu nehmen. Wir reden immer nur vom Nutzen, aber er hat auch ein höheres Risiko, durch die Behandlung einen Schaden zu nehmen. Es ist alles letztlich eine Risikoabwägung. Du sollst regelmäßig die Notwendigkeit aller Behandlungen und Tests überprüfen. Das müsste man immer mehr machen. Und dann sagen, ist das jetzt wirklich noch nötig? Du sollst danach streben, die beste Therapie für deinen individuellen Patienten zu finden. Und du sollst danach streben, so wenig Medikamente wie möglich einzusetzen. Also es ist für mich auch eine Herausforderung. Ja, darum habe ich es jetzt so gebracht. Es ist, wirklich, man muss sich das immer wieder überlegen, machen wir etwas Sinnvolles oder machen wir nicht einfach nur, weil es man so macht. Ist es wirklich richtig. Und darum, jetzt bin ich am Schluss. Ich habe gesagt, es ist immer ein Statement für die Hausarztmedizin und jetzt habe ich das gerade entdeckt. Dann nehme ich das nachher noch. Die Quartäreprävention heisst Vermeiden von zu viel an Diagnostik und Medizin. Ich denke, es hat erst angefangen und es ist nicht primär Kosten, es ist auch teuer. Und es ist nicht nur so, ist es teurer geworden. Aber es ist auch Qualität, die im Fokus muss sein. Wenn man zu viel macht, Diagnose, zu viel macht, Therapie, kann man qualitativ schlecht sein. Ich mag mich erinnern, weil ich das schon erzählt habe, der Fall, der hier passiert ist. Da ist ein Patient vom Spital Aarau gekommen, der hatte ein paar Diagnosen gehabt, 3, 4, 5. Und dann ist er heimgekommen vom Kantonsspital Aarau. Und dann hat er Leber jahrelang betreut und dann hat er eine Liste gehabt von 15 Medikamenten. Und dann fragt mich die Schwester hier im zweiten Stock oben, geht das überhaupt, die 15 miteinander? Und dann habe ich gesagt, das weiß ich auch nicht. Aber das kommt vom Kantonsspital Aarau. Aber der hat 3, 4 Diagnosen gehabt und jeder hat gesagt, für unsere Diagnose muss er das haben, für unsere Diagnose muss er das haben. Ich habe gesagt, ich wüsste es auch nicht. Und am nächsten Tag, am Morgen, ist er tot im Bett gelegen. Er war noch nicht so alt gewesen. Ich weiß nicht, ob er wegen so etwas gestorben ist, aber es weiß letztlich niemand. Wenn man 15 Medikamente an einem 80-jährigen Mann futtert, das hat auch noch niemand in dieser Konstellation gemacht. Das ist jedes Mal ein kleines Experiment. Aber es gibt jetzt Bestrebungen, wo man das Zeug ein bisschen runterfahren will. Es gibt ein Positionspapier von der Norweger Hausärzte, wo man sagt, wo man eben die quartäre Prävention auf dem Radar haben soll. Im NHS, das ist der nationale Health Service von England, gibt es 17 Behandlungen, die ganz strikt eingeschränkt werden. Man sagt, es macht nicht mehr Sinn. Zum Beispiel Operationen von Schnarchen. Es gibt Leute, die operiert sind, das weiss man eigentlich, dass das gar nichts bringt. Gyretage bei verstärkter Menstruation, Kniearthroskopie bei Arthrose. Das ist sehr in Diskussion, ob das überhaupt bringt. Entfernung von gutartigen Hauttumor, die kann man heute Diagnose stellen, dass das gutartig ist, muss man nicht unbedingt rausnehmen. Das ist eigentlich eine kosmetische Sache, wenn man es rausnehmen will. Tonsillektomie ist sehr umstritten, ob das wirklich überhaupt etwas bringt. Das ist eine Mandeloperation.
Typ-Vitrin, CTS, Hysterektomie, das weiss man, das hat in der Schweiz auch mal gegeben. Die Gebärmutterentfernungen haben sie im Tessin Aufklärkampagne gemacht, plötzlich hat es nur noch halb so viele Gebärmutterentfernungen gegeben. Also es ist halt wirklich angetrieben durchs Geld. Meine Empfehlung, und jetzt bin ich am Schluss, lassen Sie sich durch einen Hausarzt beraten. Nicht durch mich, aber einfach durch einen Hausarzt. Und bleiben Sie möglichst lang beim Gleichen. Es hat letzte Woche, BBC News, Seeing the same doctors over time lowers death rate, eine Studie gegeben, dass wenn man den gleichen Doktor über längere Zeit hat, man länger lebt. Ist doch noch interessant. Das ist natürlich Mühe auf die Hausarztmedizin, ist logisch. Darum habe ich es gebraucht. Also, ich bin fertig. Ja, ich habe, bevor ich pensioniert wurde, bei der Eisenbahn geschafft, Schweizerische Bundesbahn. Hm. Und die haben die glorreiche Idee gehabt, 1970 oder 1971, sämtliche Leute, die im Publikumsdienst waren, ich war Zuggeschäft, also dann noch Kondukteur, quasi zwangsmässig Grippenimpfung zu machen. Und ja, dann war ich noch gehorsam, ich habe das gemacht. Ich bin 10 Tage im Bett gelegen mit über 40 Grad Fieber. Meine Tochter, Dr. Häfliger von Reit, dazumal, hat nicht mehr gewusst, was machen. Und plötzlich ist es wieder weg. Nachher habe ich mir gesagt, ich übernehme eine Eigenverantwortung, ich lasse mich nicht mehr impfen. Nachher habe ich das gemacht. 5 Jahre später ist es wieder gekommen, obligatorisch für sämtliche im Publikumsverkehr. Ich habe mich geweigert. Die SBB hat mir gesagt, wenn sie an Grippe und Krankheit gibt das unbezahlten Urlaub, weil sie haben sich geweigert zu impfen. Bis ich dann nie mehr krank gewesen. Also, es gibt doch auch eine Eigenverantwortung, wenn man merkt, dass einem etwas nicht gut tut, soll man doch das sein. Und also mein Hausarzt, der hat jetzt auch schon seit mehreren Jahren, Dr. Frösch, Zoffige, mit dem komme ich sehr gut aus. Wir diskutieren miteinander. Und wenn ich ihn kann überzeugen kann, dass das, was er mir gerne geben möchte, für mich nicht gut ist, dann sagt er, okay, wir warten noch. Und plötzlich ist es wieder gut, ohne dass ich es nehme. Also Eigenverantwortung, finde ich, ist eben auch gut. Ich bin jetzt auch 77, heisse Lothar. Also ich bin nicht der L77, der dort aufgeführt war. bei der Prostata. Aber mir, ich muss sagen, mir geht es gut. Schön. Danke. Eigenverantwortung, das ist gut, ja. Das höre ich gerne. Schon nicht ein Statement, das ist nicht eine Frage. Ja. Noch eine Frage. Sie haben bei der quartären Prävention haben Sie gesagt, der Patient fühlt sich krank, aber Krankheit nicht vorhanden. Müsste es nicht besser heißen, Krankheit nicht bekannt? Oder sagen Sie einfach absolut, alles was an Krankheiten da ist, kenne mir. Ich denke mal, es gibt Krankheiten, die sind nicht bekannt. Ich weiß, im Moment weiß ich nicht, der Ausdruck, vor allen Dingen bei Frauen ist das. Wenn sie irgendetwas haben, dann sagt man bei ihnen, bei dir ist es, wie heißt es jetzt? Ja, es ist psychisch bedingt, ja. Aber eben, was ich sagen will, mir würde besser passen, wenn Sie bei der quartären Prävention sagen würde, Patient fühlt sich krank, Krankheit nicht bekannt. Ja, ich verstehe, aber das heißt natürlich, er hat trotzdem eine Krankheit. Das heißt natürlich, wir müssen die Abklärungsmaschinerie noch weiter drehen, bis wir es finden. Dann machen wir natürlich die Kostenexplosion in Extremis. Oder? Eigentlich muss man dort sagen, ich gebe insofern recht, wenn wir sagen, gefährliche Krankheiten ausgeschlossen. Natürlich. Der geht's, oder? Ja. Aber wenn man natürlich sagt, ja, ich habe jetzt hier das Gespür, ich spüre hier etwas und ich will das, bis ich weiss, was es ist, abgeklärt haben. Dann wird jeder, je nachdem, wo das ist, sagen, ihr habt hier irgendetwas gespürt, oder wo geht ihr zuerst her? Ja, das ist in der Nähe vom Herz, geht zum Herzspezialist, der klärt ab. Das Herz ist es nicht. Aha, da ist ja noch die Lunge, ah, da geht noch zum Lungenspezialist. Der klärt all seine Sachen ab, weil bis er kann sagen, die Lunge ist es nicht, muss er relativ viele Sachen machen. Und dann haben wir nur eine Negativliste von, was ist es nicht. Und am Schluss sagen, das ist noch Rippe, Rheumatologe könnte noch etwas sein. Dann geht er zum Rheumatologen und er sagt auch,
Ja, wir müssen natürlich alle Tests machen und alle untersuchen und am Schluss sagt er, nein, rheumatologisch ist es auch nicht. Ja, was haben die jetzt? Die haben es immer noch da. Die haben nur können sagen, gefährliches Herz ist es nicht, der Motor ist es nicht, das Chassis ist es nicht, der Luftfilter ist es nicht. Was ist jetzt noch? Das Auto funktioniert eigentlich gut, aber es schädert halt irgendwie. Und die finden kein Etikett für das. Und Beschwerden sind tot. Man darf nie sagen, der Patient hat nichts. Das darf man nicht sagen. Aber Etikette nützt euch ja nichts, wenn ihr sagt, das ist ein X17-Syndrom. Das heisst jetzt nichts, oder? Aber da habt ihr ein Label, oder könnt sagen, ihr habt ein X17-Syndrom. Was nützt jetzt das? Sind immer noch gleich, man kann nicht behandeln, oder? Wisst ihr, was ich meine? Die treiben die Abklärung weiter, oder? Nein, es wäre ja auch die Möglichkeit, dass man offen und ehrlich sagt, keine Ahnung, wir wissen es nicht, Medizin weiß es noch nicht. Ich muss doch nicht abklären, was es alles nicht kann sein, sondern ich kann doch angehen und kann sagen, ich akzeptiere, dass Sie etwas haben, aber wir wissen es nicht. Haben Sie schon Kopfschmerz gesehen? Sehe nicht, aber gespürt. Ja, das ist ein Symptom, ist keine Diagnose. Kopfschmerz ist keine Diagnose, ein Symptom. Kann man doch lassen, das ist einfach Kopfweh. Ja. Wir müssen nur ausschließen, es ist kein Hirntumor, es ist keine Meningitis, es ist immer noch Kopfweh. Ist ein Symptom, ist keine Krankheit. Mhm. Also fertig. Wieso muss man jetzt hier ein Etikett haben, Krankheit? Oh, ja. Eben, aber das ist ja das, was wir sagen. Es ist keine Diagnose, obwohl es ein Symptom ist. Mhm. Und wenn man sagt, aber ich wollte jetzt wissen, was ist das Kopf? Ich habe heute wieder mit jemandem diskutiert, ja, wir können ein CT machen, wir sehen das Kopf nicht. Es hat noch nie jemand eine Migräne im MRI gesehen. Aber wie viele Migränen sind schon durchs MRI gestoßen worden und sie haben immer noch Migräne und haben einfach nicht Hirntumor, nicht Entzündung. Man hat eine Negativdiagnose, oder? Aber es ist ein weites Feld, oder? Es wird immer heißer hier innen, dunkel. Keine Fragen mehr. Nein, es ist nur Durst. Nur Durst. Ich habe noch eine kleine. Ich komme gleich noch schnell drauf zurück eigentlich. Hey, Illness und Warten. Was ist der Einsatz von Placebo? Ist das ein Thema bei den Hausärzten oder ist es nicht? Bei mir muss ich ehrlich sagen, ich brauche das nicht. Ich habe es einmal schon mal eingesetzt bei einem Patienten, der leicht geistig behindert war und der hat einfach immer eine Spritze wollen. Und dann war er happy, wenn er eine Spritze hatte. Und schlussendlich hatte ich das Gefühl, ich spritze dem NaCl, der schadet ihm nichts, also Kochsalzlösung, weil es hätte keinen Sinn, dass ich ihm noch ein Mittel gegeben habe, das allenfalls die Nieren schädigen kann oder auf den Magen losgeht. Und da war auch glücklich mit dem Ding, aber es ist mit Dunkel, das ist so, in seiner Welt hat das gestummen und sonst mich ist es nicht. Also mit Dunkel, das ist ein bisschen die Leute hintergegangen, aber das ist meine Idee. Da werde ich dann lieber zurück diskutieren, wie weit müssen wir gehen, brauchen wir das? Und also es geht so ein bisschen darum, die Frage, wo ist der Bahnhof zu Arburg? Und dann sagst du, ja, ich weiss auch, aber schön, haben wir darüber reden. Also, dass man über das Thema redet und dann hilft das schon manchmal, ohne dass man genau weiss, was es ist. Oder? Aber das ist vielleicht jetzt mein Approach, das hat jeder wieder etwas anders. Ja, ich komme darauf, weil jeder medizinische Studie und ist immer ein Drittel oder die Hälfte, wo das Placebo überkommt eigentlich. Und das Resultat vergleichbar ähnlich, wenn man irgendeine Prävention oder sonst irgendetwas macht. Ich habe gelesen kürzlich, dass es vermehrt wieder eingesetzt wird. Eigentlich vielleicht auch das Thema, wo der Lothar, wenn ich das ist, darf sagen, vorgebracht hat, wo gesagt hat, ja, warten. Die einen wollen warten und die anderen kommen im Prinzip eigentlich genau aus dem Prinzip und sagen, ich gehe jetzt zu meinem Hausarzt und ich will jetzt einen Tablettenpunkt. Ja gut, aber das sind zwei Paar Schuhe, mit der Studie ist etwas anderes, also man muss einander halten. Studien werden immer oder meistens Placebo kontrolliert oder mit dem aktuellen Standard, um zu schauen, ob es besser ist. Das heisst, das ist die sogenannte Doppelblindstudie. Da ist der Doktor blind und der Patient ist blind. Das weiss, der Doktor weiss nicht, in welcher Tablette es Wirksubstanz ist und der Patient weiss auch nicht. Das sind die typischen Studiendesign. Und da tut man unterscheiden,
nur die den Gott wissen, wissen dann, welche Patienten wirklich das bekommen haben. Der Doktor darf nicht wissen, da ist jetzt wirksam drin und da ist schon nichts drin, wenn es einen Patienten gibt. Sonst gibt es einen Placebo-Effekt einfach. Und dort tut man das schon auseinanderhalten mit Placebo und Ding. Ja. Ich will noch ganz kurz etwas sagen. Der Erwartungshaltung von der Erwartungshaltung ist manchmal auch noch ganz entscheidend. Es gibt selten jemanden, der sagt, ja, es interessiert mich nicht, was jetzt das ist, meine Schulter tut weh und lassen wir es einfach mal so lassen. Die Erwartungshaltung spielt aber noch eine relativ grosse Rolle. Und dann ist man gleich mal ein Punkt, wo man fast muss abklären. Und auf der anderen Seite, der Patient sagt, ich will jetzt ein MRI vom Kopf und aus meiner Sicht ist es überhaupt nicht nötig, ich habe nichts Alarmsymptome gesehen, aber er wollte aber gleich abgeklärt sein und am Schluss, was kommt raus? Es kommt nichts raus, aber ich habe ihn gar nicht geschickt, aber es ist nicht ganz einfach im Alltag. Eben, es ist nie ganz einfach, wegen dem sage ich, es ist auch gut, redet man über das Thema, oder? Das Wichtigste ist, dass man das Vertrauen hat zum Hausarzt und das ist das, was der Dr. Peng gesagt hat, wenn man den Hausarzt 80 Jahre hat, dann ist man alt geworden, er auch. Das ist immer gut und ich denke, wenn jetzt keine Fragen mehr sind, dann besprechen wir den Rest bilateral. Draussen gibt es etwas zu trinken. Recht herzlichen Dank, dass ihr da sind. Recht herzlichen Dank an denen, die von zu Hause in der Kühle zugeschaut haben und jetzt hinter den Kühlschrank gehen und wir gehen jetzt nämlich auch. Danke vielmals und bis im September.